und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon MMO 3D. Mahlzeit. So, wir wollen mal ein bisschen zeigen, wo wir hier in der Nähe einen Mankey fangen können. Wir wollen einen Mankey fangen, den entwickeln. Oh, guck mal, hier sind Lavados. Den habe ich noch nie gesehen. Auch nicht. Naja. Ja, was ist denn das? Raichu. Ja, sollen wir rüberlaufen? Komm mal mit. Willst du laufen? Ja. So, oder bist du? Also hier in der Umgebung gibt dieser Samen. 1 zu. Was war das? 1 zu 1000, ne? Ja, 1 zu 1000. Wir müssen hier lang. Auf Route 1. So. In der Nähe kann man Glumanda fangen. Route 1 ist Glumanda, 1 zu 1000 die Chance, den zu fangen. Guck mal, hier läuft dieser Samen rum. Oh, der ist. Du kannst ja mal erwähnen, dass man auf M die Messe. Ah! Falls du es noch nicht getan haben solltest. Jo. Die verhause ich gerade. Hier vorne ist noch eine PvP-Map. Da hinten kommt jetzt gleich ein See und beim See gibt es den Shiggy 1 zu 1000. Den habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Dieser Samen habe ich gefunden, aber ich 2 Stunden gebraucht. Ja, wie ist das denn jetzt, wenn man auf der Karte auf M drückt? Die gelben Punkte, die man da überall sieht, sind denn zum Beispiel seltene Pokémon wie Bisasam oder Glumanda irgendwie anders markiert oder sind das auch nur so kleine gelbe Punkte? Die sind auch nur kleine gelbe Vierecke. Nur Onyx und sowas sind große Vierecke und Tauboss oder sowas. Du hast schon mal einen Tauboss gesehen? Ah, warte mal, bevor wir jetzt einen Mankey nehmen, ne? Komm mal mit, ich muss dir mal was dringend was zeigen. Das Team. Doch. Team Rocket ist da oben. Komm mal mit. Team Rocket? Team Rocket ist da. Siehst du das hier noch? Britannia City. Warum fliegst du jetzt? Weil wir da hochspawnen müssen. Können wir das aussehen? Weil ich kein Flug-Pokémon mitgenommen habe, du Scherzkeks. Oh. Ja, hier ist doch ein Focus Center, kannst du dir da einen holen. Bist du jetzt überhaupt hingeflogen? Ja, Britannia City. Was hat das? In der Stadt, genau. So, jetzt kann man hier hochspawnen, das ist jetzt. Oh, guck mal, hier ist ein Knopf. Warte. Das ist ein Anton. So, ich muss glaube ich so stehen. Hier ist ein Stegi. So. Ich will den da oben auf jeden Fall hinbringen. Mal nach oben. Steht ein Enton mitten im Wasser. Ja, hat geklappt. Ja, warum sehe ich auch. Jo. Juhu. Jetzt habe ich meinen Charakter geändert. Jetzt bin ich einer von den Bösen. Einfach hier runterspielen. Sterben tue ich gar ja eh nicht. Guck mal, wie ich jetzt aussehe. Du stellst dich hier hinten hin. Hier, dann holst du ein Flug-Pokémon raus. Ich teleportiere mich nach oben hin.
Ja, du kannst dich auch mit Apa oder Kadabra oder Simsala rüber teleportieren, das geht auch. Nächste Level aufgestiegen, bam. Ich hab noch gar nicht geguckt. Wie selten ist denn wohl ein Relaxo? Kann man das hier sehen? Steht hier nicht drauf, ne? Steht hier nicht. Ich sah nicht oben auf dem Dach, ich sehe gar nichts. Du kannst ihn leider nicht kriegen. Ich habe ein bisschen mehr Schaden gemacht. Tut mir leid. Wollte ich nicht. So, sollen wir Menke suchen oder willst du noch nach oben? Ich kann nach oben suchen, aber. Ja, du musst von hier. Hab ich doch gesagt. Okay, am besten von hier rüber. Was? Von hier. Hinter dem Pokécenter. Wenn dann von da aus. Hinter dem Pokécenter. Hier zur Seite. Hinterm Pokécenter, okay, warte. Und dann fliegst du mit deinem Pokémon da rüber und dann spawnt okay, deiner jetzt ganz genau auf dem Haus. Ich bin jetzt hinterm Pokécenter. Ja, du solltest Seite gehen, aber egal. Hinter Seite. Ich glaub, komm mal lieber hier hin. Ich glaube, der spawnt sonst in den Baum. Warte, ich check's gerade jetzt. Das kann sein, dass der vor dem Haus spawnt. So vor dem Haus gespawnt, hier, alte Puffnote. Ja, neben dem Baum muss hier spawnen. Sichlor. Hier ist mein. Stell mich jetzt hier neben dem Baum. Wie alter das kommt auch nicht. So, gucken wir mal, ob er jetzt gleich oben spawnt. Verhauen. Das spawnt immer noch nicht. Ach doch, jetzt. Ja, ich meine, da kann nichts mehr. Boah, ich glaube, ich muss den Sound schon noch runterdrücken. Ey, das ist ja mega laut. Aber ich hab den, glaube ich. Weiter runter kann ich den nicht sitzen. Mein Sound ist schon jetzt relativ egal. So, jetzt bin ich den Arsch nach hier hin. Bis nach Pewter City noch hin. Wohin? Du wolltest auf Menke holen, oder nicht? Ja, komm mal mit. Du bist hier. Der ist in der Nähe. Das wissen die meisten. Sound nicht ausstellen, ich kann nur Musik noch leiser machen. Mein Gott, ey. Pink da. So, wenn man nämlich hier geradeaus läuft, dann müsste gleich auch Menke auftauchen. Bist du oder taucht? Der müsste auftauchen. Hier müsste gleich eine Straße kommen.
Zufall so ist, taucht gleich wahrscheinlich von mir ein Raubi auf. Das ist die Straße. So. Ich hole mein Bisasam schon mal raus. Ich muss hier auch ein bisschen. Ah, Insekten-Pokémon sind stark gegen den. Mein Gott, ist meiner schwach, ey. Mach cool. Jawohl. Jetzt müssen wir nach links laufen. Warte mal. Ja, wir müssen nach links laufen. Da ist aber rechts, wo du lang läufst. Nee, nach links. So, warte mal, ich guck mal eben. Hier müsste irgendwo Menki auftauchen. Also hier kann Menki auftauchen. Ratzfatz hat mich angehalten, ja. Also die meisten Pokémon, die hier auftauchen, sind Taubsi, Raupi, Ratzfatz und Mirabla, ne? Habe ich einen vergessen? Mhm. Nee. Bin ich gar nicht mehr, ob das hier. Ich seh dich auch nicht, wo bist du denn hingegangen? Ich hab noch an derselben Stelle, ich bin nicht weggelaufen. Ich such gerade Menki. Ich seh dich. Ah, hier ist Menki. Ist gerade noch vorbeigelaufen. Ernsthaft? Ja, lauf zurück hier. Ah, da ist er. Meinst du, ich kriege mir Bisasam platt? Ich weiß gar nicht, wie hoch die Chance. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Chance ist, dass man den Menki hier findet. 1 zu 10 oder sowas. Bald dich, sonst mach ich den platt. Ja, ich komme ja schon. Der rennt. Ja, der rennt mir hinterher. Oh oh. Was? Ich guck zu. Bäm! So, ich fange den mal. Geh weg, sonst fange ich dich. Dürüm. Boah, das hasse ich ja, ne? Zurück in der Hütte. Ich muss jetzt mal eben aufladen. So. Dann kämpfen wir mal eine Runde mit Menki, wa? Wo bist du? Wo war ich zurückgegangen, warte. Noch ein Kampf vor mir. Du mit deinem Level 60
Fukano. Hm? In der im ersten Dörfchen. Ja, wo? Vorne. Mein Menke ist ja nicht so stark, den muss ich jetzt erstmal hier vorne kämpfen lassen. Sonst ist er gleich sofort kaputt. Wo bist du denn? Bei dem PvP-Stand. Achso. Bitte! Hier ist kein PvP. Ich stelle den Klemm. So, ich bin hier unten am Ende. Hm? Bitte! So, ich bin hier unten. Da hinten oder was? Bei dem ersten PvP-Stand? Steht einer. Level 37, Alter. Trainer-Level? Hm. Was hat denn da für ein Pokémon stehen? Ein Raichu. Zapdos, sag ich da. Hier, lass dein Menki mal kämpfen. Nein, danke. Das ist ja kein Kampf. Das bringt ja nichts, wenn ich den da hinstelle und der tötet ihn sofort. So, Menki. Dann zeig mal, was du so kannst. Mein kleines Schweinchen. So. Wie kämpft ihr? Der kann ja noch gar nichts. Der kann auch kein Karate-Chopper oder so. Der kann gar nichts. Außer Scratch. Hier ist ein Raupi, den mache ich kaputt. Unterhebe ich dir. Alter, jetzt hau doch mal drauf. Er rennt zu mir. Ich kann nichts machen, töte den. Meiner macht die Attacke. Was ein Scheiß. Wollt mal dieses Tisch auf den Nerven. Ich hätte gern ein anderes Pokémon mal gesehen. Wo ist denn noch eins? Da ist eins. Kann ich das kaputt machen? Ich sehe das nicht. Wo ist denn der? Der fliegt nach unten. Ach, das ist ein dreckiges Raupi. Ach, jetzt geht es oder was? Du. Ein Raupi verkloppen. So, bist du hier, du willst. Oh, der hat gar keine Chance gegen mich. Gar keine. Hier ist was versuchen. 320 Punkte brauche ich bis zum nächsten Level. So, was kann der Minky denn für Attacken? Erzähl mal. Wo ist denn der überhaupt? Was wird der hier sein? Menki, der kann ab Level 25. Ach, gar nicht. Level 16. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ach, Karate, Level 11. Level 9 müsste auch was kennen. Ich bin Level 8. Okay, dann machen wir den mal. Ein bisschen weiter. Ich hau mal hier ab von den ganzen Roten, die nerven mich hier alle. Da ist was. Also ich hoffe mal, dass die Karte ein bisschen umgeworfen wird. Oh, guck mal. Ratzfatz. Boah, der macht Ratzfatz ganz schön schnell kaputt, ey. Da ist noch ein kleiner Ratzfatz. Hä? Ratzfatz ist weg. Ratzfatz greift mich an.
bist du überhaupt? Hier und da. Ich habe dich gesucht, aber ich finde dich nicht auf die Schnelle. Ich bin bei Level 3 bis Level 4 bin ich. Ach, wo soll das sein? Ich bin links. Links neben den Windrad. Da bin ich dran vorbeigelaufen. Ich bin noch ein bisschen weiter als der Windrad. Links neben dem Windrad. Ja. Wick, wick, wick. Da müsstest du ja gleich irgendwo hier unten auftauchen. Da gehen wir hin. Meinst du, mein Mankey hat eine Chance gegen Wasser-Pokémons? Da läuft irgend so ein Depp die ganze Zeit da so rum. Könnte ich sein. Ja, bist du wohl nicht. Ist anders angezogen wie du. Boah, der Pokémon ist schon wieder abgehauen, da gibt's doch gar nicht. Dann meiner wieder. Da heißt er, verhaut mich jetzt gleich. Also, wir haben jetzt schon 213, 320 brauchen wir. Wir haben HP, haben wir 1 durch Raupi. Und Speed haben wir jetzt 4, also wir haben 4 Ratzfatze getötet. Ich sehe dich nur gar nicht, wo bist du denn? Nein, nein. Was machst du überhaupt? Ich laufe die ganze Zeit am Windrad rum. Ich sehe das Windrad, aber ich bin links, linke Seite vom Windrad. Also bis zum Wasser. Ich bin in der Nähe vom Wasser. Welchem Wasser? Das ist ja, aber auch rechts vom Windrad. Hm? Das ist aber rechts vom Windrad, nicht? Na, links ist auch Wasser. Wasser? Ja. Also ich sehe links nur Berge. Ach, jetzt machst du auch nochmal. Ich glaube, diesmal gehe ich drauf. Mankey schafft das nicht. Mach eine Attacke. Jetzt bist du drauf. Geschafft! Man hat überlebt! Guck mal! Lumanda! Lumanda? Ich muss mich da aufhören, ey. Einen muss ich noch killen. Dann kill ich mal lieber so einen einfachen. Dein ist ein Taubsi. Das ist ein Raupi, kann ich auch mal einen Platt machen. Juhu, nächste Level. Good.
Meiner ist gerade durch die Level gespawnt. Echt? Ja. Ist ja geil. Ey, guck mal, hier ist ein Vulpix als als Shiny-Pokémon. Wo bist du jetzt eigentlich? Rio. Ja, links daneben, genau, links sind Berge, aber da ist auch Wasser. Keine Ahnung, ich laufe hier gerade einen Strand entlang. Jetzt keine neue Attacke. Was kann er jetzt? Low Kick. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Low Kick? Er hört sich schon low an. Ja, immerhin, der kann jetzt mal mindestens mal eine Spezialattacke. Die muss ich jetzt mal austesten, wie gut die ist. So, suchen wir mal hier so ein Opfer. Ich glaube, im nächsten Video zeigen wir mal, wo man Kokuna und Hornlio findet. Das ist auch nämlich hier vorne in der Nähe. Findet man auch nicht. Boah, Alter. Okay, das ist nur Level 4, aber trotzdem. Da gesessen. Also Tobi, ich sehe dich nirgendwo, ne? Ich sehe dich gar nicht. Ich sehe dich auch nicht. Das taubt sie. Gucken, was Topsy passiert, wenn ich den jetzt verhaue. Oh, das sieht nicht so viel. Ich kann nichts mehr machen. Doch, wirklich bitter. Der macht noch eine Attacke hinterher, obwohl er schon lange tot ist. Hey, hier läuft einer rum. Idiot. So, Trainer Level 2. Ein richtig starker. Ja, ich spawn schon wieder durch die Level. Ah. So, ich zeig mal, was aus Menke wird, wenn er ein bisschen stärker geworden ist. Den habe ich nämlich auch schon. Tobi, kommst du zum ersten PvP? Nein. Können wir einen Kampf machen? Ja, können wir gleich machen. Aber ich muss mal eben. Ich laufe gerade durchs Wasser. Weil? Ich habe eine Insel gesehen. Was für eine Insel? Hier gibt eine Vulkaninsel, gibt es hier. Ich spawne mal wieder zurück. Jetzt mich tief runter. Dann greife ich nochmal einen an hier. So, ich bin unterwegs. Hau rein. Was für ein Viech willst du denn kämpfen? Ich habe von Menke die Weiterentwicklung genommen. Mit dem willst du kämpfen? Mit dem möchte ich kämpfen, ja. Bist du denn? Erste PvP, da stehst du doch schon. Ja, da. Ja. Hey, warte. Denken kommen noch zwei Leute. Ja, klar. Ey, da kommt noch einer. So, dein Menki ist in der höheren Level als meiner. Ne. Keine Ahnung, was der hat.
Dann ist hier voll der fette Bug. Boah, Volltreffer. Ja, ich kann dir keinen Schaden zufügen. Ey, du bist jetzt Level 38? Hätte ich nicht gedacht. Hin. Nochmal. Okay, gut. Ist er tot? Wieso kann er immer noch leben, was er war? Ey, bin ich verkackt. Ey, lass mich mal raus. Ich war nicht tot. Ah, oh, hast du dein Pokémon also einfach wieder eingesteckt? Wenn du mich angreifen kannst oder was? Meiner macht nix. Ey, Akani steht meine hier. Hier will ich mit Akani platzen. Der greift dich an. Er kommt. Mach den kaputt. Ich weiß nicht, welche Level ist der? Ja, ich kann Akani nicht kaputt machen. Level 27. Der kann ja nicht so hoch sein. Ja klar, der hat trotzdem Fremdlever. Ja, mein, kann ich nicht gewinnen. Der Flo ist kaputt. Der muss ja nur Flammenwerfer machen. Und jetzt rennt er raus, ey. Was ein Assi. Oh. Ja, das kann ich. Jetzt ist meiner tot. Hat er seinen extra weggenommen, ne? Das ist ja ein Spasti, Alter. Komm her. Was ist denn hier los, Alter? Was meinst du eigentlich? Ah! Jetzt rennt er weg! Boah! Scheiße! Ist er einmal durchgegangen? Ah! Ich hab keinen guten. Verdammt! Ja, siehste? Jetzt zieht er sich nämlich raus. Das ist ein Spasti, Alter. Ja, ich hab gerade auch mit einem Pikachu gekämpft. Ich hab keinen Pikachu, ich hab ein Wasser-Pokémon genommen. Ja, siehst du, jetzt kommt er nämlich mit seinem scheiß Pflanzen-Pokémon an. Ja, warte. Ist ja kein Problem. Warte. Dann nehme ich einen schönen Zauber. Hast du Hunger? Ja. Jedes Mal die gleiche Scheiße, sonst zieht er sich nämlich wieder zurück. Er holt jetzt einen neuen. Jetzt holt er ein Feuer-Pokémon. Ja, jetzt holt er wieder sein Feuer-Pokémon raus. Ja, kann er machen. Super das. Der hat ein 43 Pokémon. Nein, nicht da reinlaufen. Jetzt rennt er weg. Ah, komm, ich hab keinen Bock mehr gegen den. Ehrlich. Voll der Spasti. Lass dir die ganze Zeit verpissen, ne? Mein mit deinem Feuer-Pokémon gegen Pflanzen-Pokémon anzugreifen. Aber sobald ich mit meinem. Jetzt rennt er raus. Boah, was ein Weichei, ey. Ja. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen, Kollege. Ja, komm. Ja, wir hören jetzt auf, oder? Das war das mit heute. Ja. Genau, wir zeigen nachher noch Konkuna nächste Mal. Und Hornio im Vertania Wald. Und Pikachu für den Monner auch noch. Die können wir auch noch fahren. Alles klar. Bitte. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ja, alles klar. Tschüss.